Herzlich willkommen zu dem Kurs HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. So, wir hatten vor 2 Folgen angefangen, mit Listen zu gestalten, und das möchte ich jetzt auch weiterführen. So, und diesmal werden wir auch tatsächlich so etwas wie Selektoren kennenlernen. Man nennt die auch Pseudo-Elemente, weil die eben keine eigenständigen Elemente sind. So, wir gehen gleich mal wieder in unser Programm hinein. So sieht es bisher aus, und diesmal zeige ich euch, wie ihr diese einzelnen Schriftzüge, wenn man mit der Maus drüber fährt, wie man die fett oder von Fettdruck darstellt und auch die Farbe ändert. Und man könnte auch noch eine ganze Menge mehr machen, aber ich denke, das reicht erstmal. So. Und dazu gehen wir wieder in unser Programm rein. Und wir sind immer noch bei der geordneten Liste. Und um das zu erreichen, dass eben das Ganze ein bisschen interaktiv wird, schreiben wir wieder OL1. Das gehört eben zur Klasse 1. Dann muss die Liste ausgewählt werden. Es geht also direkt um die Liste. Und hinter der Liste mache ich jetzt einen Doppelpunkt und schreibe da in Hover. Hover heißt, dass die Maus über das Element gefahren wird. So. Und dann eine geschweifte Klammer. Und jetzt möchte ich einfach den Font Weight auf Bold setzen, also auf Fett. Und die Farbe auf Crimson. So. Und das ist normalerweise eine Sache, das hat HTML bzw. CSS normalerweise für Links. Und daher kennt ihr das auch, wenn ihr über einen Internetverweis von einer Seite fahrt, verändert sich da meistens die Farbe. Und wenn ihr dann draufklickt, das gäbe es eben auch noch, dann wird die Farbe verändert. Und wenn dann draufgeklickt worden ist, und ihr aber nicht oder auf der Internetseite wieder zurückkommt, ist dann nochmal eine andere Farbe. Also wenn ihr sozusagen, ihr habt sozusagen 4 Zustände, einmal ganz normal, so wie ein Link aussieht, meistens ist der blau und unterstrichen. So, wenn ihr draufklickt, dann wird der meistens mit einem Fettdruck unterlegt, oder es wird irgendwie die Hintergrundfarbe wird verändert. So, wenn ihr dann oder wenn ihr drüber fahrt, wenn ihr dann draufklickt, gibt es nochmal eine andere Farbe. Und wir möchten aber von diesen ganzen Sachen, möchten wir nur, wenn ihr mit der Maus da drüber fahrt, das haben. Und das kann man eben auch machen, ohne dass man einen direkten Verweis hineintut. Man kann das mit jedem Element im Prinzip machen. So, das zeige ich euch dann auch gleich nochmal. So, und wir gehen jetzt mal wieder in unser Programm hinein. Ich lade das, und jetzt seht ihr erstmal gar nichts, aber wenn ich jetzt drüber fahre, verändert sich eben tatsächlich die Farbe und auch der Fettdruck erscheint, und damit habe ich das Ganze eben tatsächlich verändert. So, jetzt haben wir hier oben zum Beispiel, haben wir einfach einen ganz normalen Absatz, und da können wir das auch machen. Und jetzt gehe ich mal wieder hier in meine Liste rein, und jetzt möchte ich das Ganze mal hier, das ist einfach ein P-Element, also ein Paragraph, und ich möchte jetzt sagen, gut, Paragraph hin oder her, ich verändere den jetzt mal, aber nur, wenn da drüber gefahren wird. Also gehe ich hin, sage P Doppelpunkt Hover, so. Und dann möchte ich einfach hier mal die Font, den Schriftart ändern, Font Family. Und den möchte ich jetzt, was weiß ich, auf Korea setzen. Und dann speichere ich das ab. Und ja, Moment. So, jetzt lade ich das Ganze. Und ihr seht, in dem Moment, in dem ich mit der Maus drüber fahre, verändert sich der ganze Schriftart, und sobald ich da weg bin, verschwindet das. So,
ist keine besonders angenehmer Effekt in diesem Fall. Klar, ne, es ist sehr viel Unruhe drin, deshalb würde ich das nicht empfehlen. Wir machen das auch gleich wieder weg. Aber es wäre eine Möglichkeit oder ist eine Möglichkeit, um zu demonstrieren, ich kann eben tatsächlich hier das interaktiv gestalten. So. Und in manchen Fällen ist es ja auch nützlich. Ich könnte also die Hintergrundfarbe zum Beispiel ändern. Das würde vielleicht ein bisschen besser ankommen vom Optischen. So. Aber gut. Also das mache ich wieder weg, weil das war jetzt nur eine Demonstration, um zu zeigen, dass man eben wirklich jedes Element mit so einer gewissen Interaktivität ausstatten kann. Gut, uns fehlen noch die Mittellinien, die wir in unserem in unserer Liste haben. Ja, jetzt müssen wir laden. Hey, das will er nicht. Das ist ja doof. Abspeichern müsste man auch noch. Gut, jetzt lade ich das Ganze nochmal neu. Jetzt verschwunden. So, hier in unserem geordneten Liste, da fehlt noch die Mittellinie. Die möchte ich euch noch zeigen, wie man die macht. Aber das kommt jetzt erst im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.